So, herzlich willkommen zum wahrscheinlich letzten kommentierten Video von Dragon Cross. Ich habe Folgendes vor. Ich habe jetzt mal einen Großteil von meinem Equipment auf die Seite gelegt und einen Teil, sagen wir mal so knapp die Hälfte, an Tom weitergegeben. Und wie gesagt, weil die meisten wissen, dass ich auf Dragon Cross nicht mehr weiterspielen werde, gefällt mir einfach nicht mehr so, passt einfach nicht mehr so und ist einfach nicht so, was ich mir unter Flive ursprünglich halt einfach vorgestellt habe, beziehungsweise ist nicht mehr so wie früher, dann was das Ganze mal war und so. Und wie gesagt, die Gründe wissen die meisten und brauchen jetzt nicht näher drauf eingehen. Ja, also ich habe für morgen, beziehungsweise Samstag, 13.06.2014 um 18 Uhr vor, ein kleines Giveaway zu starten. Und kleines Giveaway. Das Ganze ist ein Saint Morning. Also Saint Morning bei der Posta, wo man eigentlich standardmäßig die Giveaways startet, sag ich jetzt mal. Und insgesamt wird's, ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht alles durchgerechnet, aber Pi mal Daumen gibt's insgesamt 300 Milliarden Penya zu gewinnen, beziehungsweise Zeug im Wert von 300 Milliarden Penya. In Bar habe ich davon nur 21,8 Milliarden, wie man unten sieht, also ne, 21,7 Milliarden, 21,6 Milliarden. Egal, auf alle Fälle, es gibt haufenweise Stuff zu gewinnen. Ich habe so viel vorbereitet, noch so viel zusammengetrieben und so weiter. Es wird nicht nur einen Gewinner geben, ich werde das Ganze aufteilen. Es wird, ich weiß nicht, vielleicht 10 bis 15 Gewinner insgesamt geben. Also es kriegt ja praktisch hier so ein Teil vom Kuchen ab, mehr oder weniger. Und selbst bei 10 Gewinner kriegt jeder umgerechnet fast 30 Milliarden, beziehungsweise vielleicht 20 Milliarden, je nachdem, wie das Ganze aufteile. Und also zumindest, okay, vielleicht, ja, der Hauptgewinn ist dann wahrscheinlich eher so das Set, also mein Ranger-Set mit 40% Attack und so im Wert von 100, 120, 140 Milliarden oder so. Und klar, also das ist dann natürlich, wie gesagt, der Hauptgewinn und es haut natürlich dann die Preise für die anderen natürlich ein bisschen runter. Das sind dann vielleicht, was weiß ich, trotzdem immer noch 10, 15 Milliarden oder so pro Verlosung oder pro Ding, was ich halt weggebe, also im Durchschnitt heißt man so rein statistisch. Und ja, im Prinzip, was ich machen müsste dafür, ist, wie gesagt, morgen vielleicht so kurz vor 18 Uhr in St. Morning sein und ich vielleicht mal das Ganze mit so ein bisschen mit Rätsel oder so oder generell, also ihr müsst euch auf alle Fälle was dafür ein bisschen tun und ganz umsonst gibt es natürlich das Ganze nicht, also ja, wie gesagt, ich habe echt. Oh, ich spoil so viel. Nein, weg, weg, weg. Ja, also ich habe echt viel herzugeben und die Zeit auf DC war eigentlich echt, also auf Dragon Cross war eigentlich echt ziemlich cool und zu der Zeit habe ich auch Tom kennengelernt. Das war vor, boah, 3 Jahren oder so. Das war da, 3, 4 Jahren, 3 Jahren. Irgendwie so, also auf alle Fälle schon relativ lang her. Und naja, jetzt Let's Play ich auf einem anderen Server, VeteranFlive. Und ja, um ehrlich zu sein, das ist eigentlich jetzt auch erstmal was ich jetzt längere Zeit weitermachen werde. Und wie gesagt, morgen wird's von stackweise DCs über stackweise A-Karten, 7% Karten, dem Set, Penya, Changes, irgendwelche Upgrade-Scrolls, Pets, Schmucksets und so weiter, und natürlich Coupons, gibt's auch noch einige, habe ich ungefähr, Spoiler, 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 ich glaube 48 oder 50 Coupons oder so. Ja, also da wird's dann auf alle Fälle eine ganze Menge geben an Coupons und ja, wie gesagt, je mehr das dabei ist und desto mehr Spaß macht's einfach und das Ganze geht wahrscheinlich eher so ein bisschen auf Zeit und so, also dass das Ganze auch ein bisschen fair ist gegenüber den Leuten, die sich denken, sie sind obercool, oberschlau. Und man oder stellen sich dann einfach zwei Chars und hoffen irgendwie, dass man angehandelt wird oder so. Also das ist dann eher weniger. Und um das natürlich dann zu verhindern,
Das Ganze dann mit Verlosung bzw. mit in Anführungsstrichen Rätselraten. Ja, ansonsten soweit. Danke fürs Zuschauen und bis zur Verlosung morgen oder auch heute, beziehungsweise Samstag 18 Uhr.